Auf dem Papier ist das kommende Bundesligaspiel der Fohlen 11 ein Topspiel. Der vierte gegen den sechsten, Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Ob das wirklich so wird, zeigt sich erst Samstagabend. Aber zumindest für Lucien Favre selbst ist es jetzt schon ein besonderes Match. Der Schweizer ist seit Anfang 2011 der Chefcoach bei Borussia Mönchengladbach. Davor arbeitete er knapp 2,5 Jahre für die Hertha. Berlin ist ein Verein, gehört an die erste Bundesliga, die Hauptstadt. Und das war eine schöne Zeit, 2,5 Jahre das zu machen. Und du kannst das nicht vergessen. Aber es ist nicht so wie vor 2 Jahren, als wir wieder zurück nach Berlin gegangen sind. Ganz unabhängig von der persönlichen Verbindung erwartet die Borussia am Wochenende einfach nur ein schweres Spiel. Der Aufsteiger aus Berlin startete furios in die Saison und steht nach 8 Spieltagen mit 12 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz. Nach einem klaren 6:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, einem 2:2 in Nürnberg und einem 1:0 gegen den Hamburger SV konnte sich die Hertha über den besten Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte freuen. Borussia Mönchengladbach hingegen hat in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Sie sind gut organisiert, läuferig sehr, sehr stark mit vielen intensiven Läufen, viele Sprint, Konter sehr, sehr stark. Ja, mit Nationalspieler auf Tunesien auf der Seite oder Schulz, der ist auch Nationalspieler mit U21, Ramos ist gefährlich. Personell kann Trainer Lucien Favre nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Innenverteidiger Alvaro Dominguez fällt wegen seinem Schlüsselbeinbruch noch mindestens bis Ende des Jahres aus. Bei Harvard Nordweit haben sich seine Probleme im Sprunggelenk wieder verschlechtert. Raphael und Darm sind aber wieder einsatzbereit. Für das Spiel am Samstagabend um 18.30 Uhr sind bereits 50.000 Karten verkauft. Mit dabei sind über 8.000 Gladbach-Fans.